Gleich müssen wir los. Guten Morgen. Gleich noch ein Video für euch. Unser Modem stürzt ab gerade dauernd. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Modem. Mann, ey, es sind nur Schwierigkeiten mit der Technik. Das ärgert mich so sehr. Ich würde jetzt einmal mir wünschen, dass das alles funktioniert. Aber nee. Naja. Das ist wie das. So, wir müssen einen neuen Modem bestellen. Ich hoffe, ich kann den Vlog für euch hochladen. Das hoffe ich. Wenn nicht, dann gibt es erst wieder in ein paar Tagen einen Vlog. Nächste Woche oder so. So toll die Sonne. Auf zur Schule. Hey. Mann, ich bin so schlapp. An und aus. So, da sind wir wieder. Neuigkeiten ungefähr? Was gibt's neu? Ach, Bayern, alles nur Geld, Geld, Millionen, der Millionen und der will weg und der will weg und der will. Und was steht vorne? Ah, ja. Bei einem sonstigen Gehalt geht für meine Miete drauf. Ah, oh. Mann, erstich Frau und Maus von nieder. Oh Mann. Und du hörst nur noch jetzt, selbst in der Corona. Mord und Totschlag. Ja, ich kann mal hier mal 5 Minuten mal hinsetzen. Ja, witzig. Ja, ja, Mensch. Immer her. Setz mir auch mal 5 Minuten und lese mal. Mann sticht Frau 32 in Hausflur und wieder. Schön. Naja. Der Mann ist weg. Und ich gehe auch hin. Dann fangen wir mal an. Also liebe Leute, herzlich willkommen in Tommys Rumpelkammer. Kann man es ja beinahe nennen. Wir haben jetzt hier diesen, wie versprochen, diesen Scheck. Da brauchen wir dieses und jenes. Irgendjemand hat hier meinen Achter Steck, Nussteck Teil weggenommen. Oder verbummelt oder liegt hier irgendwo in irgendeiner Kiste drin, deswegen muss ich jetzt hier leiern. So, ich habe tatsächlich einen gefunden. Wahnsinn! Na? Was hast du da für ihn? Das ist ein Fahrrad. Nicht schlecht. Ja, 3 Euro. Alles klar. In der Anzeige war auch noch drin, dass es noch so Hörnchen und so ein Kram gibt. Die sind alle da mit drin. Kannst du auskippen? Nee, das, ey. Das ist aber in der kleineren, also muss das in der kleineren Box sein. Dann gucke ich hier noch mal ein bisschen. Ihr habt auch logischerweise gebrauchte Fahrräder. Ja, ja. Alles da drüben. Alle da drüben. Weil eventuell braucht meine Frau noch eins. Ja, haben wir reichlich. Bitte? Haben wir reichlich. Jetzt nicht weiter. Scheibe. Scheibe.
Scheibe. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist in Ordnung. Intakt. Kugelring. Intakt. Ein bisschen verklistert, aber intakt. Jetzt nehmen wir ein Teil hier ab. Bremsmantel intakt. Und gut geschmiert. Oh, hier total verrostet. Um Gottes Willen. Überhaupt nicht mehr intakt. Wasserschaden. Ja, Wasserschaden. Okay. Ja, jetzt sind wir das gleiche eigentlich. Man macht es schon sauber. Ja. Und dann kommt am Ende ein bisschen Leichtlauföl an die Klinken und das war's. Also, was haben wir hier? Hier mal ein altes System Sachs Torpedo Dreigang Zugwechsel. Ich beginne. Ja. Mich total eingerostet. Schaltkettchen raus. Altes System. Nicht drüber nachdenken. Schaltkettchen, neues System rein. Genau, so. Den alten Zug hier raus. Moin. Angenehm hier unten, ne? Ja. Im Sommer jedenfalls. Im Sommer, ja. Dominik, hätte mal eine ganz kurze Bitte. Könntest du mir 20 Euro bis morgen bauen? Ich warte jetzt schon seit 2 Tagen auf Krankengeld, wissen? Aha. Und hab nichts. Ja, die alte Hülle haben wir raus. Ja, da war nichts mehr. Das ist richtig festgesteckt. Jetzt fehle ich hier einen neuen Zug ein. Den seht ihr jetzt hier nicht. Aber wisst ihr ja eh, wie es funktioniert. So, füllen wir den hier durch. Und füllen noch den hier. Oh. Oh. Das ist der schwarz. Fehlen noch den hier durch.
Achtung. Spann und das war's. Abschneiden. Verquetschen. Und fertig. Liebe Leute, ein Peugeot mit Lichtproblemen. Ja, was machen wir da? Dynamo haben wir angemacht hier. Gucken wir, ob das Licht funktioniert. Und es funktioniert nicht. Weder vorne noch hinten. Also, was machen wir als erstes? Ich gehe mal davon aus, dass der Dynamo läuft. Ich schraube mal die Lampe auf hinten. Und sehe Schwarzlicht. Das ist natürlich das Einfachste vom Einfachen. Wenn man dann hier reinguckt und sieht so eine schwarze Birne wie die hier, dann weiß man ja Bescheid. Also die Birne hier macht kein Licht mehr. Super. Und sie leuchtet wieder. Also kann man ja zu 90% davon aussehen, dass vorne auch nur die Birne kaputt ist. Schauen wir hier vorne auf. Die leuchtet hier allerdings. Besser testen kann man es ja nicht. Ja? Ja, nur Kontaktschwierigkeiten. Gut, haben wir. Das Peugeot hat keine Lichtprobleme mehr. So, woran es lag? Tja, hinten die Glühbirne. Ganz eindeutig, weil vorne ein Wackelkontakt war. Wenn vorne ein Wackelkontakt ist oder eben hinten ein Wackelkontakt ist und nur noch eine Glühbirne statt der zu versorgenden zwei laufen, weil der macht Strom für zwei, dann brennt die jeweils andere, die eben leuchtet, relativ schnell durch. Ja, wenn die eine ausfällt, brennt die andere durch. Ist klar, wenn die zu viel Strom bekommt und dann halt durchbrennt. Also ist es immer empfehlenswert, natürlich so schnell wie möglich die Glühbirnen zu tauschen, damit die Verbraucher wieder zwei sind. Jo, das war's vom Peugeot und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Mifa-Klappi oder so. Umgebaut, aufgebaut. Aber irgendwas haut nicht hin mit dem Tretlager. Sagt der gute Mann. Er möchte das mal getauscht haben. Dann machen wir das mal. Tretlagerausbau. Die eine Seite ist ihm schon abgefallen, die Tretkurbel hier. Die haben wir nicht ausgebaut, die ist einfach abgefallen, schlicht und ergreifend. Ja. Gucken wir mal, was wir mit der anderen hinkriegen. Soll das so Schraubenkleber sein? Er meinte, er hat hier Schraubenkleber drauf gemacht, aber das hält er mal überhaupt nicht. Naja. Ein guter Kugelabzieher ist weg. Ja, was war denn das? Das Ding war wirklich zu leicht. Total verrostet er, hat noch nie gesehen. Ja, da ist schon die Fetteten alle und dann halt so. Das klingt auch nicht gut. Erstmal aufeinander geschraubt.
Ich habe noch nie so verrotzt und verkeimt gesehen. Verrostet? Hört sich innen interessant drin an. Ja, ja, innen drin. Total cool. Also. Weil da kommt der überhaupt, der ist hier links und rechts fett. Ja. Und innen drin total verrostet. Hä, wie geht denn das? Pups trocken und verrostet. Sind kaum gelöst. Ohne Worte. Oh. Kann ich dir mal dein Spezialwerkzeug wegnehmen? Ups. Herr Bleu? Vielleicht schreibe ich eine Fahrradreparatur. Ja. Ha? Vielleicht kaufe ich sie. Naja, nee. Wie willst du die kaufen? Hast du jemanden, der die für teurer abnimmt? Ich habe gerade überlegt. Aber der würde mir auch vielleicht einen Sitz hier nehmen. Ja, das ist der Quatsch. Nee, lass das mal bleiben. Bleib mal lieber bei den Sachen, die du findest. die kosten wenigstens nicht so viel. Ich arbeite ja auch ab und zu mal dafür. Wa? Ist ja auch entgeltlich. Also ja, aber manche Sachen findest du auf der Straße. Natürlich. Kennen wir ja nun. Ja, natürlich. Naja, siehst du. Das ist eine sichere Bank, als jetzt noch für 16 einzukaufen. Ja, ja. Ich bin leider. Das stimmt. Danke dir. Aber bringst du die Kupplung bitte noch, weil so kann ich nicht anfangen. Ja, nur so ein Rührding kann man ja nicht kaufen, so ein kleines Müll oder was für eine kleine Mische oder so, aber. Na, immer Mische. 60 Euro mit ihm. Wenn du Bock hast, ich bin ja nicht, ob du Bock hast. Ja, kann ich ja machen. 60 Euro mit ihm, das ist recht dicke. Ja. Also der Eimer kostet vielleicht 6, 7, 8 Euro oder was weiß ich. Und der Schneebesen da, der wird auch nicht viel kosten. Der kostet vielleicht 20. Oh. Oder ein guter, stabiler. Egal, jetzt hast du. Ja, ich wollte den Oma fahren. Achso. Hast du Sattel vielleicht ein bisschen? Ja, der ist ein bisschen. Das soll schöner machen, oder? Jugendstil, das ist doch wunderschön. Mit dem erhabenen Lass. Gewidmet von Familie Otto Hippold. Da könnten wir jetzt einen schönen 7er XTR Zahnkranz drunter hängen. Oder 8er XTR. 7er XTR Erbslo, ja, ne, wa? Oder gab's die? Wer weiß. Den so hin, bupp. Ja, irgendwie so. Oh, schön gerade ansetzen. Gerade. Yay, yeah, okay, reicht. Wunderbar. Na, die kriegt keiner mehr ab. Willst du mal das Felgenband drauf machen? Weißt du, wie das geht? Nein, nicht ganz, aber ich weiß nur nicht, wie das abgeht. Sonst weiß ich alles. Das bleibt drauf. Einfach nur drauf machen? Das gleich? Okay, ich weiß, wie das geht.
ist toll. Ah, das ist schön. Tommy kauft nebenbei noch schnell eine Cartier gekauft. Ja, und nix hier, 1000 Euro. Hat mir Carsten noch glatt eine Cartier gebracht. Ja, Tischuhr. Aber im Originalkarton. Wie geil ist das denn, oder? Ja. Mit Originalkiste, alle drum und dran. Ey. Vor allem ist das die geile auf Art Deco gemacht. Wie genial. Da sind die kleinen Cabochons, die Saphire. Sind das? Aha. Mit Holz. Oh, wie genial, oder? Ja. Was ist denn da hinten Strom? Im Haus? Was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Also, das ist ja wirklich. Also, wer rechnet denn damit? Dann kommt der hier mit einer Kartierin spaziert. Na gut, okay. So unbegehrt sind die auch nicht. Ja, das ist es, das stimmt. Also, das finde ich ja fast schlimm. Heißt nicht, dass ich die mag, die Räder, aber die werden halt wirklich gut gehandelt gerade. Mhm. Ich habe keine davon, weil, habe ich zu Jörg gesagt, das ist nicht, das, so ein Rahmen habe ich mal einzupacken für 80. Ja. Der war auch noch schön, der ist ja auch schön, der Rahmen. Ist auch schon ein bisschen angekostet einfach, ne? Genau. So, machen wir Feierabend für heute. Mit fast 0 Euro in der Kasse, da. Weil alle mir was verkaufen wollten und keiner irgendwie mir was abkaufen wollte. Gut, also, ich mach Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann, ciao. Ich hoffe auch heute war was Interessantes mit dabei für euch. Also, wir sehen uns. Ciao.